Genau, ich habe es auch gemerkt, im Schlagen der Flammen ist mir immer wieder auf den Fuß getreten. Ich dachte mir, was macht der da? So, was ist... Hallo Leute, willkommen bei Team Smolik. An meiner Seite Profi-Boxer Flambo Mehmeti, auch Esteco-Kämpfer, sehr, sehr guter Freund und sehr, sehr guter Boxer. Wir haben heute passend zum Thema Sparring gemacht, uns auf die Fresse gehauen. Und das Passende ist, ich bin Rechtsausleger, das heißt, ich stehe rechts vorne und der Flambo ist Linksausleger. Um das Thema geht es auch heute. Flambo, wie boxt man am besten gegen Rechtsausleger, wenn man Linksausleger ist? Also man muss auf jeden Fall Druck machen. Und Hauptproblem ist natürlich, dass unsere vorderen Beine immer kontrahenten sind. Mhm. Das heißt, der außen steht, der ist immer im Vorteil, da die Schlaghand halt genau zum Gesicht kommt. Ich habe es auch heute gemerkt im Sparring, und zwar der Flambo ist mich hier immer auf den Fuß getreten. Und ich dachte mir, was macht der da? Ich bin nicht weggekommen. Ich musste immer irgendwie raus, dass ich auf der Außenbahn bin von ihm. Ja, das ist nämlich extrem schwer, denke ich mal, für links aus der gegen rechts aus der zu kämpfen, weil es einfach ungewohnt ist, oder? Genau. Also ist halt... ziemlich selten, dass er Linksausleger gegen Rechtsausleger boxt. Bei mir war halt jetzt der Fall, dass ich in 5 Profikämpfen schon 2 Rechtsausleger geboxt habe. Das ist eigentlich ziemlich selten, aber man muss sich definitiv darauf einstellen. Das ist ein ganz anderes Boxen als Normalausleger gegen Normalausleger. Ja. Was würdest du denn sagen, was ist das beste Rezept gegen Rechtsausleger? Also definitiv Druck. Druck? Druck und die Schlaghand. Druck und die Schlaghand, okay. Und halt Beine stellen. Okay, das heißt, für Leute, die jetzt sagen, weil relativ wenig Ahnung vom Boxen haben, Anfänger sind und jetzt nicht wissen, wie sollen sie Druck machen, wie sollen sie mit der Schlaghand machen, was würdest du denen für Tipps geben, wenn die sagen, hey, ich kämpfe jetzt gegen Rechtsausleger und ich komme gar nicht klar? Was würdest du denen empfehlen, wenn jetzt einer zu dir kommen würde und sagen, Flambo, ich bin Anfänger, was kann ich machen gegen Rechtsausleger, okay. Ich komme nicht klar? Da kann man definitiv am Samstag schon arbeiten, dass man anstatt wie normal immer nach rechts geht, da das ein Normalausleger ist und in die Führhandseite geht, dieses Mal wirklich immer nach links geht. Hier nach oben schlagen, weil die Führung von meinem Gegner ist ja hier, seine Rechte. Ich muss hier immer rauskommen, oder? Die Rechte rein. Das ist halt das Erfolgsrezept gegen Rechtsausleger. Ja, perfekt. Also ihr habt es mitbekommen, Druck machen und schön am Boxsack, Sandsack arbeiten. Der Flambo hat es gerade sehr schön gezeigt. Ich merke hier gerade immer noch das Nachschwitzen vom Start. Kennt ihr das, wenn ihr hart trainiert habt, dann schwitzt ihr immer nach? Wir haben eigentlich extra gewartet, aber naja, scheiße. So, kleine kurze Tipps eben, wie man gegen Rechtsausleger kämpft. Jetzt auch nur im Boxen. Im Kickboxen ist es wieder ein bisschen was anderes. Wenn man gegen Rechtsausleger kämpft, hat man natürlich auch noch seine Beine, seine Füße. Der Flambo hat mir einen Tipp gegeben, dass ich ihm zu viel Raum lasse im Sparring. Man muss aber natürlich sagen, im Kickboxen ist es gar nicht mal so schlecht, weil man dann noch kicken kann. Da muss man natürlich variieren, Boxen, Kickboxen. Aber jetzt mal hier für die Boxer unter euch, da habt ihr wirklich einen Profi, der davon Ahnung hat. Und apropos Profi, am 1.7. Stegus Fight Night in München, Zenithalle, kommt live auf Sat.1. Im Nachhinein kommt auch dein Kampf, denke ich mal, wird ausgestrahlt. Meiner kommt live, so um 0 Uhr circa. Und die Marie, die sehen wir jetzt im Anschluss auch noch kurz, die ist gerade auf dem Laufband, die kämpft auch. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut oder einschaltet. Das war Flambo, vielen, vielen Dank. Ich verlinke seinen Facebook-Account unten. Schaut euch mal seine Seite an, der trainiert auch richtig hart. Der hat die gleiche Einstellung wie ich. Super Typ. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Das war Flambo und mich als Smolik. Haut rein! So Leute, wir haben hier heute nur Prominenz am Start. Die Marie am Trainieren. Die Marie und der Flambo. Hallo. Wir bereiten uns nämlich vor, 1.7. Stegus Fight Night, live auf Sat.1. 1.